Der Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt gilt als der Höhepunkt des Münchner Faschings. Auch an diesem Dienstag ließen die Marktfrauen ihr Geschäft ruhen und tauschten ihr Arbeitsdress gegen bunte Kleider und ausgefallene Hüte. In diesem Jahr hatten 10 Marktweiber ihren großen Auftritt und legten eine heiße Sohle aufs Parkett. Ähnlich stürmisch wie ihre Performance war auch das Wetter. Sturmtief Bennett machte ordentlich Wind. Laut Polizei kamen rund 6000 Zuschauer, die begeistert mitfeierten. Und ich finde es immer wieder toll, wenn die Leute verkleidet herumlaufen. Weil es einfach toll, super geil ist, muss ich sagen. Ich war jetzt noch nie in Köln, aber hier ist es ein bisschen gemütlicher, würde ich jetzt einfach sagen, ja. Ja, die Leute sind offen, es gibt was zum Trinken. Alle sind gut drauf, spitze. Einfach super. Macht Spaß mit meinen Mädels. Ja. Klasse. Der Tanz der Marktweiber geht bereits auf das 19. Jahrhundert zurück. Schriftlich dokumentiert wurde die Veranstaltung erstmals 1950. In diesem Jahr waren übrigens auch Männer auf der Bühne. Zum sogenannten Schäfflerjahr führten die Schäffler, also die Schaffel- oder Fassmacher, ihren traditionellen Zunfttanz auf. Die Entstehung des Schäfflertanzes geht der Überlieferung zufolge wohl auf das Münchner Pestjahr 1517 zurück.